Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, hier bei mir, auf meinem Kanal, ne? Geil. Und eben so ein paar Probleme, ne? Ich ja letztes Mal schon gesagt habe, Leben am Limit ist halt sehr stark. So. Ich guck mal kurz, ob wir hier irgendwie vielleicht noch in dieser einen Kammer... Nein, das ist genau der Weg, den ich noch nicht gehen wollte. Ah, nein. Hier. Ob wir nicht irgendwie hier... Oder? Nee, hier ist Abgrund. Weil hier hinter... Hier ist aber... Ja, hier ist aber Wasser, ne? Blut und hast nicht gesehen. Aber hier hinter, ne? Wäre ja der Bereich, wo ich dann raus kann, aber der Abgrund würde ich jetzt nicht so sagen. Nee, können wir leider nicht raus. So nicht. Gut, schade. Dann gehen wir nochmal den Weg hier, weil da waren wir noch nicht. Vielleicht ist da ja auch erstmal so ein Ausweg möglich. Ja, Membran, ne? Was ist hier für ein Bereich? Was ist das für eine Arena hier? Sieht so danach aus, könnten wir hier fliehen. Der Ausgang. Wir müssen nur da hochgehen. Was ist das für ein Bereich hier überhaupt? Mann, Leute. Let's have a look. Hier noch Eingeweide auf dem Boden. Was ist das hier für ein Bereich? Hier macht gar nichts. Ja, toll. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als dann in diesen einen Raum zu gehen, wo die Tentaklis sind. Mit... Wir sind halb tot. Mentalität, wo wir uns nichts erlauben können, was kampfmäßig ne, ist, weil ansonsten sind wir halt am Arsch. Nee, nein. Müssen wir da mal hin. Nee, hier nicht. Also langsam ist es hier zum Labyrinth geworden. Ah nee, hier geradeaus und dann hier, ne? Genau, das ist der Raum. So, F5. Ah, warte. Ja, stimmt. Leute. Wenn das Tentakli-Ding hier nichts macht, das scheinbar auch nicht. Wir haben ja so ein Genesungsding. Stimmt. Das heilt uns ja. Let's go. Stimmt, habe ich vollkommen vergessen. Ja, kein Problem, Leute. Oh, wir haben sogar alles wiederhergestellt. Ach du Scheiße, warum haben wir das nicht früher genutzt? Ja, wir sind auch so durchgekommen, würde ich mal sagen. Also ist keiner der Probleme. Aber geil. Alles wiederhergestellt. Aber leider keine kurzen Rasten wiederhergestellt. Aber ganz gut. Ganz gut. Das speichern wir mal gleich. Ich glaube, die Entwickler haben tatsächlich, also Larry hat tatsächlich gewusst, dass man vielleicht in so einem Zustand hier drin ist und dann vielleicht mal so ein Heilding braucht. Ist hier neu. Ach, könnte das sein, dass das den Fahrstuhl wiederholt? Die Plattform ist schon hier. Ja, okay. Okay, ja, dann ich habe gar kein Problem, hier Action zu machen.
Death won't take me yet. I'm ready. Mo, das schaffen wir. Mal die 140 Erfahrungspunkte mitnehmen. Achso, wir haben hier noch einen. Den habe ich übersehen. I won't give in. So. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte hier for free mitnehmen. Aber der Balken ist trotzdem schon echt gestiegen. Also, wenn das so weitergeht und wir die Gegner so haben wie die, ne, wie hier so. Ne? Und ich sag mal so. Level Up ist noch drin. Und dann können wir dann auch nochmal bei den anderen das illen. Wodurch wir dann alle bei einer kurzen Rast instant wieder alles Leben herstellen. Sehr geil ist. Okay, dann gehen wir hier auf den Fahrstuhl. Alle bitte. Alle bitte. Speichern das Ganze. Da bin ich gespannt. Das ist der einzige Weg, aber ich bin sehr happy, dass wir uns hier nochmal hart heilen konnten. Das habe ich vollkommen vergessen, dass das ja so Genesungsdinger hier gibt. Let's go. Miasma. Wait a moment. Ich muss mal kurz checken, was ist das für ein... Achso, das ist dieses, man kann Tote beleben ohne Leichnam. Ich wollte gerade selber nochmal safen, aber das Spiel hat das schon vorher gemacht jetzt hier. Das ist natürlich immer eine sehr, sehr, sehr blöde Situation, denn Autosaves bedeuten immer, dass irgendetwas passiert, was vielleicht nicht so cool ist. Wer weiß, wir machen mal die Tür auf. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Die Absolute, also das Brain quasi. Können wir weggehen? Naja, wir müssen das tun, ne? No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Wir müssen es halt tun. Wir kommen hier sonst nicht raus, also, ne? Lass mal da hereingehen, hineingehen. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I have played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your very nose. And you almost missed it. Balthazar has them now. He'll deliver the prism soon enough. So if you would cease these distractions, I... The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Auron, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath
sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Thor! And most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Okay, nicht so gut. Nicht so gut. Wenn wir früher nach Baldur's Gate gegangen wären, hätten wir vielleicht die ganze Stadt evakuieren können. Hehehe, vielleicht wäre das ein Ding gewesen, aber nein. Aber wir haben ja noch Ketherick Thorne hier unten. Und naja, das ist das große Problem. Ach, hier ist sie. Ah, oh nein. Oh, sag mir nicht, dass das jetzt zum Kampf kommt und wir irgendwie seinen Angriffen irgendwie widerstehen müssen und wir jetzt alle hierhin zu ihr laufen müssen und sie befreien müssen, damit dann quasi die Unsterblichkeit aufhört und dann können wir ihn erst bekämpfen. Oh, solche Kämpfe hasse ich ja wie die Pest, ne? Aber wir haben auch keine andere Möglichkeit, ne? Weil das muss ja irgendwie so jetzt ablaufen. Ja, wir müssen jetzt langsam nach Baldur's Gate. Ja, das ist schon mal geil. Dann kommen wir langsam auch mal zu der Stadt. Wobei, ich glaube, die Stadt ist ein bisschen belagert. Habe ich so gehört. Der Großherzog Ramsgard wurde mit einer Lizidenlarve infiziert und dann nach Baldur's Tor gebracht. Haben wir ja gesehen. Und wir müssen Ketherick Thorne besiegen. Problem ist halt, dass ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. You, what in the name of the nine hells are you doing here? Balthazar, I should have expected his weakness. You could have run away, absconded with the prism. The one thing
that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Was ist mein Platz, Kendrick? Ja, der wird dann sagen, haha, der Tod oder was auch immer. Ne? Wird doch alles zum selben herauslaufen. Your place is to die, so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Hm. Ihr wollt eure Verbündeten verraten? Yes. Oh. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Nightfall's in that cage, Catherine will keep getting back up. Nachtlieds Befreiung. Nachtlied ist in Catherics Seelenkäfig gefangen, aber sie kann mit der Hilfaktion ja, mit welcher Hilfsaktion? Sie ist auch an der Reihe. Welche Hilfsaktion? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wie der Kampf überhaupt funktioniert und was für eine Hilfsaktion. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll, denn das Problem ist halt, also das Problem ist jetzt, also wir haben hier einen Gedankenschinder. Wir haben hier sie. Muss ich jetzt zu ihr hin? Wahrscheinlich. Ein Gedankenschinder hoch komme ich ja nicht. Aber kann ich den hier irgendwie, ne? Best be on my way. Hungry for the slaughter. Let's move. Ich meine, wir können natürlich Catherick angreifen, aber was bringt das, wenn er unverwundbar ist? Ja. Sometimes the only way out is through. Macht so hart Schaden, ne? Taking position. Ja.
Atreus, your attack, soldiers! Die betroffene Kreatur wird befohlen, einen bestimmten Gegner anzugreifen. Es ist wahrscheinlich, dass sie den Gegner, dass sie diesen Gegner angreift und Angriffswürfe gegen den Gegner sind ein Vorteil. Aber wen? Ja, ich frage mich, wie ich den Kampf machen soll. Ihr seht ja tatsächlich, ich bekomme richtig schön Schaden, ich kann tatsächlich hier nichts machen. Bin verängstigt. Ich wüsste nicht, was ich hier, wie, weshalb, das, also wie das hier funktioniert. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, das ist das Einzige, was in mir ist, ist Neuladen. Das ist halt ein Riesenproblem. Aber ich krieg's halt einfach nicht hin. Wir machen halt zu viel Schaden und... Das wird einfach irgendwie nichts. Also, mit meinem Spielstil klappt dieser Kampf wahrscheinlich nicht. Oder ich check nicht, wie der Kampf richtig funktioniert oder so. At the ready. Ach so, das habe ich ja nicht gecheckt, dass da einer ist. Schaden, so richtig Schaden macht er ja nicht, ne? Das ist halt einfach nur... Ja, dankeschön, dankeschön.
Gedankenschön, da ist er. Dies mit der Hilfe, den Hilfe-Dingens, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht habe ich den auch noch nicht, weil ich muss noch mit ihr da irgendwas machen. Kann ich nicht irgendwie... Ich hätte diesmal früher machen sollen. Focus your attack, soldiers. Das musst du jetzt noch nachdenken. Ich habe gesagt, du sollst. Die ist tot. Will mich nicht wiederbeleben? Mit den Wix Gelegenheitsangriff, weil der Penner da ist. Natürlich. So lange nachdenken, Spiel. Müsste Lazel mal wiederholen. Das ist ein Ding. Jetzt kommen diese ganzen Leute hier an. Natürlich, natürlich. Die machen jetzt diese Scheiße hier. Die muss ich eigentlich auch mal loswerden hier. Man müssen mal. Bringen. Wiederholen ist, glaube ich, eine. Kann er so weit jumpen, hatte? Nee. Nee, er muss mal irgendwie zu Lazel kommen. Das finde ich auch super witzig. Ich gehe mal mit ihm hier. Dass er tatsächlich keinen Schaden macht. Ah,
das irgendwie... Doch, kann ich die Waffe irgendwie oben beschwören oder so? Hier so? Oh, das geht sogar, lol. Dann bleibe ich erstmal hier doch hier. What? Lazil ist safe. Und der hat des Todes viel Damage. Okay, vielleicht ändert sich doch meine Meinung über diesen Kampf, dass ich vielleicht doch den Kampf schaffe. Ich muss nur rechtzeitig die aus dem Käfig befreien. Und wenn die dann Fokus auf ihn nimmt, dann ist Catherick aber richtig gedamaged. Okay, ich verstehe den Kampf doch ein bisschen. Nur liegt sie jetzt leider auf dem Boden. Ich kann auch nicht irgendwie helfen oder so. Ja, gut. Nein! Ah, fuck off. Das. Ich muss mit ihm muss ich tatsächlich hier hinten mal hin. Geh mich ja auch mal ein bisschen weg. Ich hoffe, die kann ich auch noch angreifen. Warum natürlich? Wie viel Schlag zumindest? Zumindest das. Das ist leider down, scheiße. Focus your attack, soldiers. Nein, weil. Das kriegen wir hin. Ja! Komm on, Teddybär. Geht die wieder. Wieso gehen das nicht? Was sagen, was soll denn das? Alter, dass der im... Das. What's the safest path? Don't waste the step. Wir können jetzt zumindest schon mal ein bisschen weiter und hoch. Nächste Runde ist sie dann hoffentlich. Ressourcen für diese Aktion. Ich kann aber hoch. Und dann von da oben theoretisch Snibbly-Snip machen. No, Sir!
echt unglaublich, dass der macht halt einfach keinen Schaden. Und das ist dann einfach fürs. Warte mal, dann machen wir hier. Na, scheiße. Einer zumindest schon mal weniger. Nein! LOL! Und dann explodiert dieser Scheiß und ich habe nicht drauf geachtet und wir hätten das wahrscheinlich geschafft. Oh, wie unglaublich fies ist dieser Kampf. Aber er ist möglich. Scheiße. Und dann explodieren wir einfach. Ich hätte mal drin speichern. Was für ein maximaler Abfuck dieser Kampf einfach ist. Machen wir noch kurz schreiben. Was für ein fucking Kampf. Schade halt, dass ich das nicht weil dann hätte ich das geschafft. Jetzt muss ich nochmal vorne anfangen und dann irgendwie Lazeel so weit bringen, dass sie sich da wieder hin teleportiert, damit sie befreit wird. Aber der Trick ist einfach, das muss ich mir merken, der Trick ist einfach, wir müssen mit Lazeel dahin teleportieren, sie befreien und der Typ, also hier lenkt er um, der macht sowieso keinen Schaden. Das heißt also, von dem brauchen wir nichts zu erwarten. Und die anderen, da bleiben wir dann immer zusammen und wenn diese komischen Viecher da kommen, dann einfach wieder, immer wieder durch wiederbeleben. Das ist dummerweise sind wir jetzt alle downstead gewesen, deswegen sind wir alle, das ist machbar. Geiler Kampf. Okay. Nächstes Mal, nächste Folge. Nächste Folge geht's weiter und dann machen wir diesen Kampf nochmal. Und diesmal, da ich jetzt weiß, dass ich mich mit Lazeel da, dass ich das perfekt machen kann mit dem Hinteleportieren, was vielleicht für sie jetzt als Nahkämpferin jetzt nicht so das cleverste ist, aber ich glaube halt eben, da müsste ich vielleicht mal gucken, aber ich glaube halt, die ist die Einzige, die diesen Mega-Teleport halt machen kann. Ohne dass das einen Zug verbraucht, in dem Sinne, dass sie eine normale Aktion noch machen kann, ist sie eigentlich diejenige, die sie befreien muss. Und dann mal gucken. Das Problem ist natürlich jetzt noch, wenn wir wieder den Kampf neu starten, der Gedankenschinder, der dann ja auch wieder da ist. Der ist noch ein Problem. Eventuell müssen wir den zuerst erledigen. Und dann teleportiert sie sich da oben hin. Weil die Angriffskraft von Lazeel brauche ich für den Gedankenschinder vielleicht dann nur noch. Naja, aber zumindest habe ich gesehen, es ist machbar. Also würde ich sagen, beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal. Haut rein. Tschüss.